Du hast stundenlang für einen Test gelernt, hast vielleicht sogar ein gutes Gefühl im Test, kriegst ihn zurück und hast dann doch nicht die erwartete Note. Das Gefühl kennen wir alle. Und wenn ich sage wir alle, meine ich wirklich wir alle. Damit meine ich auch die Leute, die auf Social Media ihre guten Noten teilen, ihre Lerntipps teilen und vielleicht nach außen wirken, als würden sie nur gute Noten bekommen. Aber auch ich hatte schon Noten, mit denen ich nicht so zufrieden war und fand es natürlich immer sehr schwierig, damit umzugehen. Über die letzten Jahre habe ich aber gelernt, wie ich das am besten machen kann und möchte euch heute meine besten Tipps teilen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Ich teile nämlich jede Woche Tipps zum Thema Schule, Lernen, Organisation und Produktivität und bin der Meinung, dass für dich da auch jede Woche sehr viel Mehrwert dabei sein wird. Also vergiss nicht zu abonnieren, aber es hat viel Spaß beim heutigen Video. Als allererstes, wenn wir einen Test zurückbekommen, ist es ganz wichtig, die Gefühle erstmal anzunehmen. Die Gefühle nicht zu unterdrücken, weil wenn du erstmal deine negativen Emotionen unterdrückst, kommen sie irgendwann wieder. Du kannst sie nicht einfach beiseite schieben und irgendwie nie angucken. Und ich gebe mir selbst immer Raum und Zeit auf jeden Fall, um erstmal die Note anzunehmen und die Gefühle vor allem anzunehmen. Weil es hat meistens einen Grund, warum es diese Note gab und das ist erstmal okay, weil wir können es im Moment auch erstmal nicht ändern. Es ist passiert, wir haben diese Note jetzt, okay, es ist nicht mehr zu ändern. Das Einzige, was wir ändern können, ist unsere Reaktion darauf und wie wir in Zukunft dann handeln. Das heißt, erstmal die Emotion annehmen, aber nicht zu lang sich in dem Schmerz dann zu suhlen. Weil ich kenne das auch, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe in der Arbeit oder nur tatsächlich dann schlecht zurückbekomme, ich dann tagelang niedergeschlagen bin, weil ich mir denke, ich habe so viele Fehler gemacht, ich bin so schlecht, niemals werde ich irgendwas Gutes erreichen in meinem Leben. Und das ist totaler Quatsch, Leute. Das ist Quatsch. Eine Note kann niemals deinen Wert und auch niemals das ganze Spektrum deiner Intelligenz zeigen. Never. Und es ist ganz wichtig, dass wir an der Stelle ein Growth Mindset implementieren und kein Fixed Mindset. Beim Fixed Mindset wollen wir auf Nummer sicher gehen. Wir gehen keine Risiken ein, wir denken, unsere Charakteristika, unsere Eigenschaften, unsere Intelligenz ist festgesetzt. Von unserer Geburt an sind wir immer gleich. Aber das ist nicht wahr und mit dem Growth Mindset können wir das Ganze anders für uns nutzen. Und zwar geht es darum, dass wir wissen, okay, wir sehen zwar vielleicht gerade blöd aus, wir blamieren uns vielleicht, wir sind gerade Anfänger, aber dadurch, dass wir Anfänger sind und aus unseren Fehlern lernen können, wachsen wir. Und unsere Intelligenz, unsere Noten, unsere Performance können wir immer verbessern. Und das ist das Growth Mindset, was wir immer brauchen. Das heißt, ich versuche dann, meinen Misserfolg zu redefinieren und zu wissen, okay, der Misserfolg und Niederlage, mein Fehler, heißt jetzt nicht, dass ich schlecht bin, dass ich der Mensch bin. Es heißt nur, dass ich in diesem Test gar nicht performt habe. Aber es gibt ja ganz viele Komponenten, warum das so sein kann. Das kann meine Tagesperformance sein, vielleicht habe ich nicht genug gelernt, vielleicht ist der Lehrer halt wirklich in dem Moment nicht nett gewesen, meine Bewertung. Es kann auch alles sein. Es gibt so viele Dinge, die mit reinspielen beim Bewertungsprozess und es muss auch nicht immer an dir liegen. Und vor allem jetzt nicht daran liegen, dass du einfach dumm bist oder so, wie wir es uns gerne teilweise mal sagen. Vor allem müssen wir das Ganze auch mal in Relation setzen, weil Schule ist wirklich nicht alles. Wie gesagt, Growth Mindset, wir müssen jetzt nun erstmal verstehen, warum wir diese Note so hatten und wie wir daraus lernen können. Was ich immer gerne mache, ist einfach mit meinen Lehrern direkt zu reden. Ich nehme mir immer die Zeit, meine ganze Klausur genau durchzulesen und mir aufzuschreiben, was ich falsch gemacht habe und was ich besser machen kann. Ich lese mir immer den Erwartungshorizont durch, wenn wir den bekommen, immer meine ganze Bewertung und schreibe mir genau raus, was ich das nächste Mal verbessern muss, um eine bessere Note zu kriegen und um besser zu performen in diesem Test, in dieser Klausur. Du kannst auch direkt mit deinen Lehrern darüber reden, weil meistens wissen sie noch mehr, was sie dir in die Hand geben können, wie du dich verbessern kannst. Vielleicht denkt ihr im ersten Moment, dass es irgendwie peinlich ist, nach vorne zu gehen und nochmal zu hören, was du alles falsch gemacht hast, aber wirklich, die Lehrer schätzen das auch und die Lehrer merken, dass du Interesse hast. Du willst dich verbessern, das merken sie und das rechnen sie dir auch meistens sehr hoch an. Deswegen geh auf die Lehrer zu, frag genau, was du besser machen kannst. Du kannst ja auch direkt mal fragen, ob du, wenn es deine Note vielleicht versaut hat, ob du noch einen extra Vortrag machen kannst oder so, um deine Note in dem Halbjahr dann nochmal ein bisschen zu verbessern. Was du auch gerne machen kannst, ist die Klausuren und die Tests von guten Schülern anzugucken und dann genau zu analysieren, was sie anders gemacht haben. Weil meistens gibt es ja Schüler, die besser waren als du selbst. Da kannst du mal genau das vergleichen und daraus dann wirklich deinen Mehrwert ziehen. Wie gesagt, es ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen peinlich, wenn man hinkommt und sagt, hey, ich war jetzt nicht so gut in dem Test, kann ich bitte gucken, wie du es gemacht hast. Aber das ist wieder dieses Mindset, ist wieder Fixed Mindset. Das ist wieder das, wir wollen gut aussehen im Moment. Aber im Growth Mindset wollen wir nicht gut und schlau aussehen, wir wollen gut und schlau sein. Und das geht eben nur, wenn wir erstmal ein Anfänger sind. Wenn wir erstmal uns trauen,
nicht gut zu sein, um dann immer besser zu werden. Wenn du dann genau weißt, was du besser machen kannst, hast du ja einige Ziele für dich. Und es können auch Ziele sein, die ein bisschen größer sind, wie zum Beispiel, ich möchte meine Note auch mündlich verbessern und da auf jeden Fall auf einer 1 stehen. Und ein Ziel zu haben, ist erstmal richtig, richtig gut. Was noch besser ist, ist ein System dahinter zu haben. Also brich dieses Ziel in verschiedene Aktionen runter, die du dann immer erledigen kannst. Zum Beispiel kannst du das ganz exakt für dich definieren, dass du sagst, ich möchte mich jede Stunde 5-mal melden erstmal und dann möchte ich mich jede Stunde 10-mal melden in der zweiten und dritten Woche. Und dann machst du dir eine Meldeliste und hakst genau ab, wie oft du dich gemeldet hast. Und so hast du nämlich einen Prozess, der messbar ist und du sagst nicht nur so ganz vage, ich möchte halt mündlich besser werden, weil das kann jeder sagen, das ist schwierig. Man muss wirklich einen messbaren Prozess haben, wo du ganz genau weißt, was du wann, wie oft und wie machst. Das waren jetzt mal ein paar meiner Go-To-Tipps, die ich anwende, wenn ich an welche Note haben, wenn es mir nicht so gut geht, was die Performance von mir anging. Und ich hoffe sehr, dass es euch vielleicht ein bisschen geholfen hat. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das so war. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!